Hallo, in diesem Video möchte ich ein paar Mikrofone für hybride Lehrveranstaltungen vergleichen. Dazu sitze ich in einem Besprechungsraum oder in dem üblichen Seminarraum. Der ist so mittelgroß, der hat ein Whiteboard, wie man sieht. Und ich sitze vor einem Smartboard mit einem Logitech Meetup-System. Und dieses eine Mikrofon, was hier liegt, das ist auch das zugehörige Raummikrofon von diesem Meetup-System. Das Mikrofon, und ich schalte mal auf eine andere Kamera um, die hier vor mir auf dem Tisch steht. Das Mikrofon, in das ich jetzt reinspreche, ist ein Funkansteckmikrofon, ein LAG 150 von Holyland Tech. Und dann ist hier noch ein Mikrofon vor mir, das auf dem Tisch liegt. Das kann ich mal kurz hochheben, ist ein Raummikrofon von Jabra. Und die möchte ich jetzt mal vergleichen und testen. Ich schalte mal um auf das Logitech-Raummikrofon. Und in das spreche ich jetzt rein. Das sollte ganz okay klingen eigentlich. Der Raum ist natürlich relativ groß und hat glatte Wände und ist hallig. Ich laufe mal ein bisschen Raum herum in den Raum und spreche mal die ganze Zeit. Das sollte man die ganze Zeit, egal wo ich bin, eigentlich vermutlich relativ gut hören. Aber es klingt im Vergleich zum Ansteckmikrofon wahrscheinlich recht hallig. So, das war das Logitech-Mikrofon. Damit schalte ich jetzt mal das Raummikrofon von Jabra. Das ist jetzt aktiv. Jetzt sitze ich da vielleicht so, naja, so eine Armlänge von entfernt. Das sollte dementsprechend auch eigentlich vermutlich noch relativ okay klingen. Ich mache jetzt mal wieder das Übliche. Laufe mal ein bisschen im Raum herum, gehe mal hier rüber zu dem Whiteboard zum Beispiel und bewege mich mal ein bisschen weiter weg von dem Mikrofon. Da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, dafür ist dieses Ding eigentlich nie gebaut worden. Das ist eigentlich so konzipiert, dass man da so mit einer Handvoll Leuten relativ dicht ins Umsitzt. Deswegen bin ich mal selbst gespannt, wie das jetzt in dem Fall klingt. Und ganz zum Schluss, um jetzt diesen Vergleich komplett zu haben, schalte ich jetzt nochmal um mein Funkansteckmikrofon hier und bewege mich auch mit dem nochmal ein bisschen im Raum herum, gehe mal nochmal zum Smartboard, guck mal auch wirklich in Richtung des Smartboards. Und mach mal den gleichen Laufweg wie früher, einmal so durch den Raum. Und dieses Mikrofon hier hat jetzt natürlich immer den gleichen Abstand zu meinem Mund. Das heißt, da sollte sich klanglich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel verändern. Und das waren eigentlich die drei Mikrofone, die ich hier mal miteinander vergleichen wollte. Und damit ist das Video auch schon vorbei.